Romantik. Oh. Hallo, ich bin Alina. Schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben bei meiner Wurzel-Yoga-Praxis, die ich routiniert jeden Abend mache. Also nicht genau die, aber einfach diese eine dieser Yin-Sequenzen. Ich habe zwei andere davon, werde ich dir auch verlinken. Und die soll dir helfen, dabei später oder schneller zu entspannen und alles loszulassen. Und wenn du ins Bett gehst, dann auch direkt einzuschlafen. Und der Fokus bei dieser Yoga-Sequenz liegt jetzt auf der Brust, auf dem Nacken, auf den Schultern. Das heißt, wenn du viel Stress hast und hier gespannt bist, ist das perfekt für dich, um hier einfach ein bisschen locker zu lassen. Mach's dir bequem und dann wünsche ich dir ganz viel Spaß. Wir beginnen im Kniesitz. Komm hier hoch auf deine Knie. Dann platziere deine Hand Innenflächen, Innenseiten, über deinem Gesäß, auf deinem Beckenboden. Atme ein. Und der Ausatmen. Zieh die Schultern nach hinten, öffne deinen Fuß. Und dann drück dein Becken nach vorne ganz weit. Und wenn du es schaffst, dann krampf deine Füße, deine Fersen. Drück dein Beckenboden nach vorne. Und wenn du deine Fersen berührst, kannst du deinen Kopf senken, spannen. Und hier ganz viel Raum und Weite in deine Brust kommen lassen. Wir gehen ein und aus. Dann bring deinen Kinn zur Brust und deine Hände wieder über dein Gesäß und drück dich nach oben. Deine Handflächen vor dir auf den Boden, auf deine Hände nach vorne und deine Knie ein Stück zurück. Wir kommen in die Puppy Pose. Dazu setzt deine Füße hinten unten, deine Zehen liegen flach auf dem Boden und läufst deine Hände so weit nach vorne, bis sie komplett gestreckt sind und dein Gesäß noch über deinen Knien bleibt. Dann bring hier entweder die Stirn zum Boden. Oder wenn du einen Schritt weiter gehen magst, das Kinn und schau dabei nach vorne ein. Und ausatmen, so deine Achselhöhlen Richtung Boden zu bringen. Bleiben hier für 2 Minuten. Nur ein und aus. Gib dich da eben ganz hin, öffne die Brust. Thank you.
Beine kommen nach oben. Lass diesmal deine Ellbogen den Boden ab. Lass dich nochmal tief fallen, bring deine Stirn zum Boden und deine Hände über deinen Kopf zum Nacken. Lass die Achselhöhlen tief zum Boden fallen und bleib hier für 2 Minuten. Atme ein und aus. Die Hände wieder voll aus und komm nach oben. Setz dich auf deine Knie. Bring deine Hände einmal zusammen vor dein Herz. Schieb sie nach oben und dann wickel deinen rechten Arm und deinen linken Arm für das Igel unter deine Hände oder deine Handflächen reichen so weit wie möglich zusammen. Zieh die Hände nach oben. Ein und aus. Konzentriere dich auf deinen Atem. Dazu deinen linken Ellbogen an die Innenseite von deinem rechten. Dein linker Arm ist unten, dein rechter Arm ist oben und deine rechten Hände, deine Handflächen schau wieder zusammen. Atme ein. Zieh die Hände nach oben und öffne die Schulterblätter. Bleib hier. Tiefe Atemzüge für eine weitere Minute.
komm auf deinen Stress, wir kommen ins halbe Rad. Also leg dich auf den Rücken, deine Knie sind angewinkelt, deine Füße sind ein Stück weit von deinem Gesäß entfernt, sodass du sie beide berühren kannst mit den Händen. Atme hier ein. Mit der Ausatmung drückt die Hüfte nach oben, dann verschränkt die Hände unter der Hüfte. Mit der nächsten Einatmung bringen wir deine Brust weit Richtung deinem Kinn, aber nicht dein Kinn zur Brust, sondern dein Kinn, deine Brust zum Kinn. Mit ein. Mit der Ausatmung schiebt dein Beckenboden Richtung Himmel, deine Hüften zeigen ganz weit nach oben, deine Schulterblätter drücken im Boden und deine Hände. So kannst du hier deine Brustöffnung ganz stark spüren. Atme ein und aus und drück dich noch ein Stück weiter und bleib hier für ein paar tiefe Atemzüge. Die letzte Asana. Ganz langsam ab, halte die Hände hierbei geschlossen, leg dein Gesäß auf deinen Händen ab, die immer noch verschränkt sind, spüre nochmal die Öffnung von deinen Schultern und deiner Brust. Und dann öffne die Hände, leg sie neben deinem Körper ab, streck die Beine aus, die Beine sind ein Stück weiter als im Kopf geöffnet. Fallen, die Füße fallen nach außen, die Handflächen zeigen nach oben, schließ die Augen, mit der Einatmung, Skelett, mit der Ausatmung, go. Werde ganz still für deine Entspannung, Shavasana. Und dann sehen wir uns bei einer nächsten Yoga-Praxis. Tschüss!